So. Sitze ich wieder hier und mach mal weiter. Herzlich willkommen zu dieser Bauchjauch-Sendung, in der ich, wie ich gestern schon sagte, erklären möchte, warum ich den sozialen Medien aus reinem Selbsterhaltungstrieb jetzt den Rücken kehren werde. Also zumindest vor allen Dingen diesen Mainstream sozialen Medien. Vor allen Dingen Twitter, Instagram und Facebook. Telegram gehe ich auch noch an, da stolper ich auch noch über viel zu viel Krempel. Und YouTube werde ich jetzt vor allen Dingen nutzen, einfach meine Gedanken hier festzuhalten und mit denen zu teilen, die es interessiert, die das vielleicht auch machen möchten oder wie auch immer. So, und warum ist das für mich so, dass ich das so sehe oder empfinde, dass es mir nicht gut tut? Warum habe ich es überhaupt bisher genutzt? Klar, Sache, Reichweite, ne? Wer eine Botschaft hat, die er verbreiten möchte, freut sich über Publikum, gar keine Frage. Aber mittlerweile habe ich ja auch begriffen, dass ich das sowieso nur in Relation kann. Das heißt, dass ein Haufen Druck weggegangen. Und nach wie vor wird YouTube für mich keine Geldquelle sein. Also selbst wenn sich mal irgendwann die Aufrufzahlen massiv ändern sollten, wäre es für mich immer noch keine Option, meine Videos zu monetarisieren, weil es mir darum eben einfach überhaupt gar nicht geht. Das war das Schöne. Ich war nie angewiesen auf viele Klicks, zum Glück, weil ich nie auf das Geld angewiesen war. Wenn ich mir überlege, wie viel meiner Zeit ich mich mit Themen in den letzten Jahren beschäftigt habe, die mich nie interessiert hätten, wenn ich sie nicht so effektiv vor die Nase gesetzt bekommen hätte. Und das ist halt vor allen Dingen in diesen Netzwerken passiert. Wie viel, also, ne, was mich immer interessiert hat, wie es euch geht. Und darüber habe ich ja auch immer wieder Informationen bekommen. Aber ich habe halt eben nicht nur diese Informationen bekommen, sondern sehr, sehr viel mehr andere. Und selbst beim Selektieren von will ich nichts mehr von sehen, habe ich es dann ja immer noch wieder vor der Nase. Dann bewusst zum letzten Mal, aber das ist immer noch, du hast es wieder vor der Nase. Nur um mal klar zu machen, wie viel man es vor der Nase hat. Und das raubt Zeit, Energie, Aufmerksamkeit, Motivation, sein eigenes Ding zu machen. Das ist natürlich auch das Konzept hinter der Sache. Deswegen, das ist ja genau das, was sein soll, nicht? Ja, und aus diesen Fängen möchte ich mich jetzt befreien. Ich arbeite da gerade an meiner eigenen kleinen 21-Tage-Challenge, weil ich ja weiß, dass ich, was immer ich möchte, mir innerhalb von 3 Wochen umgewöhnen kann. So, und jetzt mache ich Facebook und Instagram Entzug. Kalten.
dokumentiere das hier für mich und die, die es interessiert. Und fange mit meiner Regeneration an. Das ist nämlich das Schöne, wenn man dann aus der Stressphase rauskommt, in die Ruhephase kommt, da kann man wieder regenerieren. Da baut man wieder auf statt ab. Und alle, die im Moment das Empfinden haben, dass ich schlecht aussehe, ja, das habe ich mir auch verdient. Nach dem, was ich erlebt habe, darf man auch so aussehen. Aber das ist ja nicht. Das ist ja nichts Bleibendes. Ne, man kann alles Mögliche ändern, Lebensumstände, ich will meine Ernährung jetzt auch endlich einfach nochmal umstellen. Das sind alles so Sachen, die jetzt damit zu tun haben, das werde ich alles dokumentieren, das wird nach und nach und nach passieren. Aber ich habe immer 21 Tage Zeit, um das umzusetzen, wovon ich heute rede. Und umzusetzen bedeutet für mich dann tatsächlich, so gut ich kann jetzt schon anfangen, reduzieren und minimieren, wie es nur geht, am besten kalten Entzug, nicht minimieren, gar nicht mehr. Aber das kann man nicht immer. Bei gewissen Sachen dauert das einfach, da kann man nicht einfach, ja, cool, wenn man es kann, aber wenn nicht, dann hat man 21 Tage Zeit. 21 Tage, um sich umzugewöhnen, und herauszufinden, womit der Tag sich füllt, wenn man diese Zeit nicht mehr damit verbringt. Und was dann in deinem Kopf so passiert, wofür neuer Freiraum entsteht und so. Und deswegen ziehe ich mich jetzt aus den Netzwerken zurück und würde hier gerne einen Text vorlesen, den ein Freund von mir geschrieben hat, mit dem ich da gerade eben noch drüber gesprochen habe, und der das selbe Thema, gerade auch, der hat diesen Text gerade eben geschrieben. Ich sage, kann ich den klauen? Hier, schicken dir. Ich sage, das passt perfekt in das Video, was ich heute machen will. Weil, als er mir vorlas, ich mir gedacht so, ja, soll ich da noch was erklären? Das erklärt es sehr gut. Ich werde lesen mal vor, ja. Also das ist kommt aus einer Gruppe, die chillige Runde heißt. Und er schreibt, ja, die chillige Runde, so sollte es sein, wie der Name schon sagt. Aber hier ist es gar nicht mehr so chillig, finde ich. Die chillige Runde ist zu einem Facebook-artigen Informationsfluss mutiert. Und genau aus diesem Grund habe ich mich aus den sozialen Medien und Chatgruppen zurückgezogen, weil ich den ganzen negativen Müll nicht mehr sehen und hören kann. Er hat das schon vor einer Weile gemacht und ich sehe, was er davon hat, und bin ich fast neidisch geworden. Und gedacht, Alter, muss auf jeden Fall auch machen. Lösungen. Erkennen und dann umsetzen. Genau diese negativen Informationen lassen uns ungewollt an ihren Spielen der Angst und der Unsicherheit teilnehmen. Wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir nicht wollen, dann sind wir auf dem Wege ins Ungewollte. Ich lese es explizit so deutlich vor, damit man wirklich den Gedanken folgen kann, im Notfall nochmal hören. Das lässt uns nicht nur auf der Stelle laufen, es lässt uns viele Schritte wieder zurückgehen. Oh, ja. Trotzdem bleibt es, wenn man konstruktiv bleibt, im Ganzen, wenn man dann auch erkennt, dass man rückwärts läuft, Teil des Weges, man bewegt sich, mal vor, mal zurück, was völlig okay ist, solange man weiterkommt und in Bewegung bleibt. Dadurch stärken wir das, was wir nicht möchten, durch die Aufmerksamkeit auf diese Dinge. Und schenken den Eliten, sogenannten, unsere Kraft der Gedanken sowie unsere Aufmerksamkeit. Genau das ist der Punkt. Und da wir alle die Schriftsteller für das große Buch des Lebens sind, liegt an uns,
wie wir es für uns und unsere Mitmenschen schreiben. Und dass das alles im Moment so aussieht, hat mit dazu tun, damit wir, weil wir sie täglich in vor allen Dingen diesen sozialen Medien schreiben, nicht nur für uns, sondern auch für all die, die es mitbekommen. Das ist der Grund, warum ich gerade keine Videos mehr konsumieren möchte, die irgendwie mit Mainstream-Themen zu tun haben. Fällt mir auch beim Netflixen auf. Gerade gar keinen Bock wirklich auf Mainstream-Kram. Deshalb nehme ich nicht mehr an den ganzen Chatgruppen teil. Ich lese das vor, weil das für mich wirklich jetzt auch gerade Vorgabe ist und Erklärung, die ich hier liefern möchte für mich und alle, die es verstehen möchten, warum ich das nicht mehr nutzen möchte. Ich möchte mich nicht mit den Informationen versorgen, was auf der Welt nicht stimmt. Das ist mir längst bewusst. Das brauche ich nicht mehr alles. Ich weiß, es läuft scheiße und es wird langsam Zeit, daran was zu ändern. Und zwar jeder für sich. Ne? Ich möchte mich nicht mit den Informationen versorgen, was auf der Welt nicht stimmt, sondern mit den Informationen, wie wir alle zusammen unsere Welt schöner machen können. Und auf diesem Wege verändern wir die Welt mit den einfachsten Mitteln, vor allem mit dem, was verfügbar ist, mit der gebündelten Kraft unserer Gedanken. So wie wir das den ganzen Tag mit diesem ganzen Scheiß machen und das manifestieren mit der gesammelten Kraft unserer Gedanken, mit dem wir daran glauben, dass das alles real ist und völlig aus den Augen verlieren, dass völlig andere Sachen genauso real sind und auch in unserem Leben wahrgenommen werden können, wenn wir unseren Fokus darauf legen. Also das versteht eigentlich jedes kleine Kind, wenn es uns hält. Und diese Gedanken erschaffen Materie, reale Werte, die wir als Werkzeug bekommen, um die große Veränderung einzuleiten. Ich beobachte alles um uns herum, was passiert. Wir waren auf dem besten Wege und alles lief wie am Schnürchen. Aber umso mehr Menschen in diesen Kreis gekommen sind, umso mehr häufte sich der negative Informationsfluss. Und das Resultat sehen wir schwarz auf weiß. Das Vermögen, um Wundervolles zu erschaffen, schrumpft. Und vieles klappt nicht mehr so wie geplant. Die Steine, die in unserem Weg lagen, haben wir sonst als Treppe genutzt. Aber die Steine werden größer und bald werden viele Menschen nicht mehr erklimmen können. Sie werden auf dieser Ebene bleiben. Auf diesem Grunde verabschiede ich mich aus dieser Gruppe, in meinem Fall jetzt Facebook, Instagram, weil ich nicht auf dieser Ebene hier bleiben möchte. Die Steine werden mir einfach zu hoch. Ich bin Admin von anderen Chatgruppen und lösche fast täglich negativen Informationsfluss dieser Art. Und selbst das reicht, um mich aus meinem positiven Informationsfluss rauszuholen und zwingt mich dazu, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, von denen ich überhaupt nichts hören möchte, selbst wenn ich sie gerade lösche. Und das ist der Punkt. Da habe ich gestern im Video schon von gesprochen, das ist ein verkackter Kampf gegen Windmühlen. Da kannst du gucken, dass du sauber machst, wie du willst, deine Timeline. Du wirst ständig neu damit zugemüllt. Und deswegen entziehe ich dem Ganzen einfach den Boden, indem ich den Scheiß einfach nicht mehr nutze. Danke für die ganze tolle Zeit, die ich damit hatte. Danke auch für die ganzen Leute, die ich da kennengelernt habe, von denen ich aber viele, und ich kenne viele persönlich. Ich kenne von meinen 5000 Facebook-Freunden locker 3000 persönlich. Dafür war ich ja auf Peace Trail 10 Jahre, um diese Leute alle kennenzulernen. Aber es gibt tatsächlich nur eine Handvoll derer, die nicht die ganze Zeit nur träumen und reden, sondern die wirklich angefangen haben, unkonventionell zu leben. Die damit angefangen haben,
und das Machen. Und nicht nur die ganze Zeit davon reden. Und dann auch die ganze Zeit eben halt von diesem anderen Scheiß infiziert werden und andere weiter infizieren. Ne? Wer das nicht verstanden hat, der ist eingeladen, mein schwarzes Buch gegen Energievampirismus zu lesen. Da steht das alles ein bisschen genauer drin. Das ist halt eben Energievampirismus. Und ich habe keinen Bock mehr drauf, mich weiter aussaugen zu lassen. Und indem man meine Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, mit denen ich mich freiwillig eigentlich nie beschäftigen würde. Und trotzdem mache ich das natürlich freiwillig. Ich nutze das ja, ich mache das ja. Zumindest war das bisher so. Und jetzt mache ich das freiwillig nicht mehr. So simpel ist das. So. Und das führt uns natürlich zu dem Ding, wie können denn jetzt die Kontakt mit mir halten möchten, mit mir Kontakt halten? Also die wirklich Wichtigen, die wissen das sowieso, die sind anders mit mir vernetzt. Und allen anderen wünsche ich einfach ein schönes Leben. Werdet glücklich. Ihr braucht mich nicht. Und dann brauche ich euch auch nicht. Und das ist völlig okay so, weil dann hat offensichtlich jeder von uns Leute um sich herum, mit denen er konstruktiv weiterkommen kann. Und darauf kommt es an. Es kommt darauf an, dass wir eigenständig werden. Unabhängig von irgendeinem System oder von irgendwelchen Leuten, auf die wir uns im Notfall nicht verlassen können. Und das muss okay sein können, dass ich mich im Notfall nicht auf jemanden verlassen kann, weil der Notfall eventuell gerade nicht nur bei mir, dass es nicht nur bei mir gerade brennt, sondern bei dem, von dem ich Hilfe erwarte, auch, und der gerade keine Zeit hat, mir zu helfen. Oder tatsächlich gerade wirklich verkatert ist und keinen Bock hat. Oder lecker Mädchen am Start hat und gerade andere Sachen im Kopf hat. Das Coole ist, wenn ich mich nicht von jemandem persönlich abhängig mache, sondern lerne einfach, wann immer ich Hilfe brauche, einfach um Hilfe zu bitten, um dann meistens sehr erstaunt darüber zu sein, von woher sie kommt, aber sie kommt immer, ich hatte mir aus guten Gründen überlegt, nach dem letzten Video, das ich Gedankenhygiene genannt habe, dieses hier Kontakthygiene zu nennen. Und das werde ich auch tun. Offensichtlich habt ihr das schon gesehen. Denn ich glaube, Kontakthygiene ist mindestens genauso wichtig, auch in Bezug auf die Gedankenhygiene, weil wenn ich mich mit vielen Leuten umgebe, und das tue ich im Facebook mit fast 5000 Leuten, über 5000 Leuten, es gibt ja auch welche, mit denen ich gar nicht befreundet bin, aber die ich halt eben abonniert habe. Und das ist ein ziemlicher Haufen, das ist ein riesengroßer Haufen. Ich bin quasi jeden Tag in einem Raum, in dem 5000 Leute rumhängen. Und schnattern und bla bla bla. Und ich laufe da durch und kriege hier einen Schnipsel mit, da einen Schnipsel mit, da einen Schnipsel mit, hier vielleicht mal was von dem, was mich interessiert. Und hier ein freundliches Gesicht. Und das ist zu viel. Wie soll ich denn da meine Ruhe finden? Da bringt es mir tatsächlich nichts, mich von der ganzen Welt abzuschotten, wenn ich dann da aber weiter trotzdem sämtliche Kanäle offen halte. Ja, dann brauche ich mich auch nicht zu beschweren, wenn ich hochsensibel bin und das alles dann mit und mich das alles so. Buff, 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 buff. Tipp an alle Hochsensiblen: Subtrahiert Facebook und die sozialen Medien aus eurem Leben. Ich möchte einfach auch wieder viel, viel mehr meinen Fokus auf reale Kontakte um mich herum legen.
statt hier die ganze Zeit mit Leuten mich zu unterhalten, während meine Nachbarn da draußen rumlaufen und ich die nicht mal kenne oder was weiß ich was. Hab ich keinen Bock drauf. Ich will meine Nachbarn kennenlernen auch und mit Zeit mit denen verbringen. Und deswegen mache ich das auch. Und wenn man da halt eben auch Zeit für hat, dann bekommt man auch sogar mal selber Besuch. Und das ist voll schön. Menschliche Kontakte sind sehr viel wert. Also vor allen Dingen physische. Weil wenn ich jetzt hier gerade ein Problem habe physischer Natur, dann kann mir da niemand helfen, der zig bis hunderte bis tausende Kilometer weg ist. So. Und auf die wichtigen werde ich nicht verzichten brauchen. Ich weiß, mit denen bin ich ganz anders noch connected als übers Internet. Und die werde ich nicht verlieren. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, dass ich auch nur einen von euch nicht wiedersehe, den ich wiedersehen soll und möchte. Ja, und wie gesagt, wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, der kann sich einfach sehr gerne in der flowtology.net anmelden. Kostenlos, 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 kostenlos. Es gibt da halt eben, habe ich überlegt, auch wegzumachen vielleicht. Mal gucken, noch steht's da, die Möglichkeiten der Fördermitgliedschaften. Was natürlich im Moment sehr helfen würde, weil ich, wie gesagt, jetzt 178 Euro bezahlen muss. Sie bar zwar habe, was mir aber nichts bringt, weil ich nicht bar zahlen kann und irgendwie gucken muss, dass ich... Ja, ich bräuchte eigentlich mal 150 Euro auf dem Konto. Aber das wird... Soll nicht euer Problem sein, ist mein Problem. Aber ich könnte da gerade Hilfe brauchen. Wer helfen kann, kann ja zum Beispiel einfach eine solche Fördermitgliedschaft dann machen. Aber ansonsten, wer zu mir Kontakt aufnimmt, und das soll ja natürlich auch kostenfrei bleiben für jeden, der das nicht bezahlen kann, die Anmeldung in der flowtology.net ist kostenlos. Kostet gar nichts. Kostet eure E-Mail-Adresse. Glaube ich. Ja. Wenn ihr das möchtet. Ihr könnt euch auch über Facebook anmelden, aber das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ja. Ich bin halt eben wirklich der Meinung, ich sage es nochmal, dass wir in kleinen, interessenbasierten Netzwerken viel besser aufgehoben sind, weil wir da halt eben interessenbasiert an unsere Informationen kommen. Hey, Facebook filtert das nicht. Aber wir können das filtern. Wir können das filtern, indem wir einfach wieder ein bisschen mehr eigenbröteln, ruhig, durchaus. Aber halt eben zusammen. Da fällt mir wieder Off Moon ein oder The World Becomes One, wo man halt eben einfach Anregungen findet, wie man Dinge gemeinsam machen kann, aber halt eben jeder eigenständig. Und nicht mit dieses komische Rumgesuppe da mit irgendwelchen Kommunen, die man stammt, wenn man in der Gemeinschaft leben, die funktionieren alle nicht. Die funktionieren alle aus guten Gründen nicht. Weil das alles Abhängigkeitsverhältnisse sind. Weil da einfach zu viele Leute reinkommen, die sich auf anderen ausruhen. Und deswegen will ich solche Projekte überhaupt gar nicht mehr starten. Ja, da habe ich das letzte Mal auf der Bäcker Finca halt eben viel gelernt. Nochmal. Strategiewechsel. Auch da. Einfach, wenn was nicht funktioniert, ist einfach mal anders probieren. Und nicht so wie die Regierung da gerade zum Beispiel, ne, so, ja, funktioniert nicht, machen wir weiter. Bis es funktioniert, in der Hoffnung, dass es irgendwann funktioniert und das halt eben auf Kosten aller. Boah, nee, bin ich auch raus. Ziehe ich mich auch raus zurück. Nicht mein Bier. Hat nichts mit mir zu tun. Ich muss die Konsequenzen für mein Handeln tragen. Also treffe ich auch die Entscheidung darüber, was ich tue. Punkt. So, und ich glaube, damit habe ich das erklärt und gesagt. Und wenn Fragen offen sind,
dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Die Kommentare hier unter Facebook werde ich ein bisschen im Auge behalten und gerne auch beantworten. Schreibt einfach eure Gedanken einfach mal mit rein, wenn ihr welche dazu habt, die ihr teilen möchtet. Ja, an alle im Facebook. Tschüss mit Elf, macht's gut. Instagram war nett mit euch. Aber das war's. Ich bin raus. Ich habe wirklich viel, viel Besseres zu tun. Und was? Das werde ich in der Folge einfach ein bisschen dokumentieren. Könnt am Ball bleiben, wenn ihr es möchtet. Und dann schauen wir mal, was kommt. Bin mal gespannt. Es wird sich einiges ändern. Auf jeden Fall. Das ist die logische Konsequenz. Wenn man was ändert, ändert sich was. Das ist das Geile an der ganzen Sache. Assalamu alaikum.